Und da sind wir bei der Ultradigitation von Leomon. Na, mal gucken, was er wird. Bin gespannt. Okay, Grab Leomon. Das wollte ich haben. Freut mich. Bei ihm waren auch nicht so viele Auswahlmöglichkeiten. Er hätte noch zu Pangeamon werden können. Was ich auch sehr interessant gefunden hätte. Also Eis-Leomon. Aber das ist so in Ordnung. Und jetzt trainiere ich noch ein bisschen, damit auch Angemon die Ultradigitation schafft. Ja, da ist es soweit. Und Angemon digitiert. Ja, ich hoffe zu Magna Angemon. Das wäre super. Aber ich habe irgendwie die Befürchtung, dass er... Doch, Magna Angemon. Ja, das ist mein Lieblings-Digimon. Juhu. Oh Mann, richtig gut. Okay. Ich bringe diesen Trainingstag zu Ende und dann werden wir noch in diesem Part ja wieder unsere Erkundungstouren fortsetzen. Unsere Digimon sind zwar nicht ganz so stark wie vor ihrem Tod, aber doch relativ stark. Also, ich mache den Tag hier zu Ende und dann geht's weiter. Und unsere Felder wurden erweitert. Super. Ich hoffe, wir kriegen jetzt auch mehr Fleisch, denn das wurde jetzt doch relativ knapp. Da ich ja die ganze Zeit Fleisch gesammelt, also die Fleischbrocken gesammelt habe für Gaomon. Ja, aber der neue Tag hat angebrochen. Ich habe noch ein bisschen trainiert. Und wir kriegen 8 Fleisch. Ah, wir können zweites Feld. Okay, das ist gut. Dann mache ich nämlich Fleisch und Fleischbrocken. Okay. Ja, das gefällt mir. Und, ja, wir legen jetzt los und gehen mit unseren beiden neuen Digimon, Grab Leomon und Magna Angemon, durch die Welt. Natürlich wieder in die Oguino-Einöde, denn dort ja, gibt es das meiste zu tun momentan. Meine Partner sind gerade ein bisschen böse auf mich, weil ich ja kein Essen mehr hatte und ihnen deshalb dieses Kratzgras gegeben habe. Und das mögen die gar nicht, aber naja. Irgendwas musste er essen. So. Ich will mal eben noch verkaufen, und zwar die Medizin. Denn sonst habe ich kein Geld. Und das soll ja nicht so sein. Aber ich würde sagen, jetzt legen wir auch los. Und nehmen natürlich Birdramons Shuttle Service, denn ich habe keine Lust, den ganzen Weg zu gehen. Sollte klar sein. Ich bin gespannt, wie stark unsere Digimon sind. So von den Statuswerten sind sie ein bisschen schwächer als als Aerovidramon und Meteormon es waren. Aber die hatten wir auch mehr trainiert. Also wenn wir die jetzt noch bis die nächsten Tage lang immer ein bisschen trainieren, dann werden die wahrscheinlich auch stärker werden als... Ach, ich will doch Dungeons jetzt nicht installieren. Oh, was soll das denn schon wieder? Naja, sammeln wir hier ein bisschen Material ein, das brauchen wir ja für die Stadt. Aber, eine Himbeere, beziehungsweise eine Erdbeere heißt es ja hier. Wie das eine Riesenerdbeere sein kann, ich weiß es nicht. Aber so ist es. So. Oh, ich liebe Magna Angemon. Das ist eins meiner Lieblings-Digimon und dass wir das jetzt hier haben, das freut mich so unendlich. Aber der Weg hier runter ist schon nervig, dieser Pass. Naja. Kann ich hier runter gehen? Nee. Was, eine Fleischkiste? Ich würde das Gebiet jetzt gerne mal erkunden. Kann ich aber nichts machen, schade. Ich dachte, da kriegen wir vielleicht einen Fleischvorrat, aber nein, kriegen wir nicht. So, was war denn hier? Eine Höhle? Doritunnelzentrum 2. Ah ja, dann wenn wir schon mal hier sind, gehen wir rein. Aber ich sehe nichts, was hier sein könnte. Ja, Materialien, das ist gut. Brauchen wir ja auch.
Wäre vielleicht irgendein Digimon, das unsere Hilfe braucht und in die Stadt ziehen möchte. Aber es ist einfach nur ein langer, langer Tunnel. Oh, mit einem grünen Digisprössling. Auch ganz gut. Da ist jetzt doch tatsächlich Goblimon. Okay. Schauen wir mal. Hey, warte mal. Glaubst du, du kannst einfach ohne meine Erlaubnis durchspazieren? Du hast vielleicht Nerven. Du bist nicht von hier, oder? Na gut, dann will ich dir mal was sagen. Ich bin Goblimon. Das hier ist mein Revier und wer hier reinkommt, kriegt es mit mir zu tun. Aber ich bin kein Dämon-Kumpel. Ich sehe nur so aus. Ich brauche eine nette Seite, weißt du? Geld ist gut, Fleisch ist besser. Bring mir 20 verdorbene Fleischstücke, dann lasse ich dich durch. Okay. Dann machen wir das wohl. Aber nicht jetzt. Oh, ihr habt Hunger. Ihr kriegt natürlich kein vergammeltes Fleisch. Das wäre ja blöd. Ihr kriegt das gute Fleisch. Ja, machen wir jetzt hier in der Höhle umsonst. Aber naja, was heißt umsonst? Wir haben jetzt halt eine Aufgabe bekommen. Ja, auch gut. Gehen wir nach und dann, ja, haben wir irgendwann Goblimon in der Stadt. So, die Schamamon haben Angst. Ja. Geht's so mit der Angst? Okay. Ja, mal gucken, was unsere Digimon-Partner so können. Ja. Wow. Und es gibt 2 Fleischbrocken. Und ein Lob gibt es natürlich auch. Okay. Oh. Rapleomon kann zu Bancho-Leomon digitieren. Und Magina-Angemon zu Marina-Angemon. Okay. Ob ich das so will, weiß ich noch nicht. Werden wir gucken. So, hier sind wir Materialien. Zwar auch ziemlich viele. Und eine Atznuss. Hinten ist gar nichts. Das ist halt komisch, aber naja, soll es komisch sein. Ich würde sagen, wir gehen jetzt wieder in das Fort und schauen da mal. Wir müssen ja mit Gaumon reden. Und, ja. Sehen wir weiter. Ich würde natürlich auch ganz gerne alle anderen Digimon hier rekrutieren. Dann müssen wir mal gucken, wie das funktioniert. Willst durch? Nur zu. Ach, jetzt müssen wir jedes Mal wieder gegen die kämpfen. Wow. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber... Ah, und Grappleomon wurde verlangsamt. Was soll das denn? Ah, du dummes Woodmon. Ist es verwirrt? Oder was ist los? Es hat auch keine MP mehr, weil es leider einen sehr MP-lastigen Move hat. Okay, das Woodmon ist besiegt. Jetzt müssen wir noch das Vegimon besiegen. Okay. Ja, der Kampf ist nie so ganz einfach. Aber es gibt 3000 Bit. Das ist dann quasi das Geld, das ich für den Flug ausgegeben habe. Ist schön, dass wir es wieder drin haben. Das ist Tyrannomon. So, Psychimon. Hatte ich irgendwas mit dir zu tun? Ja. Du zurück. Finden Bruder? Gefindet? Dein Bruder war im Tunnel. Hier, Geschenk für dich. Fleischwürfel? Aber du gehst nicht in die Stadt? Okay. Na, vielleicht müssen wir das öfter machen. Das kann ja sein. Oh, ich will jetzt eigentlich nicht gegen dich kämpfen, Tyrannomon, aber du bist zu schnell. Ich will auch eigentlich gar keine Items verwenden, aber... Grappleomon hat einfach gar keine MP mehr. Das hatten wir so auch noch nicht. Und Magna-Angemon hat auch nicht mehr so viel. Da muss ich auf jeden Fall noch MP trainieren. Das ist ja krass, was die verlieren.
Nice and calm. Dafür haben sie auch starke Attacken. Nicht sterben. Am besten beide nicht. Nice and calm. Jetzt haben beide keine MP mehr, was soll das denn? Okay. Und natürlich ist es verletzt. War fast zu erwarten, nachdem es so viel Schaden genommen hat. So, du kriegst ein Pflaster. Dann kriegt ihr beide jetzt erstmal ein paar Heilungsdiscs. Wobei eigentlich nur Grappleomon. Ja, ich würde es, ja, so 3500 reicht. Und MP-Discs bekommt ihr beide. Okay. Ja, das ist ja gar kein Gebäude hier, das sieht nur so aus. So, da ist Gaumon. Nice and calm. Yeah. Looking good. Okay. Man kriegt ja immer Fleisch, das ist richtig gut. Oh, jetzt kommt das andere. Komm, Graumon, geh in die Stadt. Oh ja, vielen Dank. Weißt du, das Gute an diesen Fleischbrocken ist, je mehr ich auf sie einschlage, desto weicher werden sie. Beim harten Training tanke ich mit diesem zarten Fleisch also neue Kraft. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Aber zumindest habe ich das mal. Schlechte Neuigkeiten, das Boxturnier wurde auf Eis gelegt. In dem Konflikt zwischen der Fleischtruppe und den Veggies kann es nicht abgehalten werden, aber ich gebe nicht auf. Es kann stattfinden, sobald wir wieder Frieden haben. Bis dahin werde ich dieses gute Fleisch nicht umkommen lassen. Aber ich gehe so lange einfach in die Stadt. Ja, und da ist der nächste Kampf. So. Ach Mann. Doch mal wieder verletzt sein muss. So, ich hoffe, das hält jetzt mal ein bisschen. Hallo, ein Tylamon. Seit kurzem kann ich nicht mehr schlafen. Ach ja. Irgendwas bei Rosemon ist dafür verantwortlich, dass ein Tylamon nicht schlafen kann. So, Tunnelzentrum 1. Hier war ja Tyrannomon, glaube ich. Jetzt müsst ihr auf Club-Toilette, ist klar. Ah. Oh, nehmen wir erstmal das Metall mit. Und es wird immer mehr. Hört gar nicht auf. Jetzt hört's auf. Und dann hole ich mal das Klo raus. Eigentlich für beide, aber ja. So viel dazu. Wobei man kann, muss auch gar nicht, also. Egal. Ja, und da will ich jetzt ein. Na komm. Warte mal kurz, du weißt, wer ich bin und machst trotzdem, was du willst? Mit der Einstellung kommst du nicht lange durch. Hier gibt's Regeln und die werden eingehalten, klar? Du tust so, als ob ich das alles nicht angeht? Komm schon. Ich habe noch nie von einem Ahnungslosmon gehört. Na schön, Klartext. Mit Regeln meine ich, dass du mir, dem Boss dieses Turniers, einen Fleischbeweis liefern musst. Was? Du weißt nicht, was ein Fleischbeweis ist? Das heißt, dass du mir 20 beste Fleischstücke besorgen musst. Okay. Das heißt, auch hier kommen wir nicht weiter. Der eine möchte Gammelfleisch, der andere möchte bestes Fleisch. Ich glaube, wir hatten noch nie bestes Fleisch, aber mal gucken. Vielleicht finden wir das ja irgendwo hier. Jedenfalls, ja. Unsere Aufgaben hier sind jetzt erledigt. Das heißt, jetzt geht's rüber in den Rosenpalast. Ich hoffe, die kriegen mich nicht. Aber wahrscheinlich kriegen die mich doch. Da ist noch das Tyrannomon. Oh, ich hasse das.
Also jetzt wird's kritisch. Und das hat mich bekommen. Und jetzt stehen wir wieder hier. Was soll das denn? Das ist halt echt ein starker Gegner, das Tyrannomon. Autsch. Tja. Was soll ich ohne MP machen? Aber wenn wir jetzt gleich die Befehlskraft voll haben, kann ich ja den König der Fäuste einsetzen. Und damit ist Tyrannomon erledigt. Okay. Wie die gucken. Okay. Ich würde sagen, wir zelten mal kurz. Ich muss das Zelt dann nur gleich auch mal zu Greymon bringen, damit er es repariert und nicht neu machen muss. So. Ja, eine Stunde rasten. Jetzt aber nicht so viel gebracht. Oh, was? Das hat mir überhaupt nichts gebracht, weil ich hier wieder richtig verarscht wurde. Die auch nichts. Oh Mann, das mit dem Zelt war jetzt wirklich dumm. Magnangemann ist schon wieder erschöpft. Oh nein. Ich kann auch den König der Fäuste einsetzen. Ja, bestes Fleisch erhalten. Das ist gut. Und wir brauchen mal wieder ein Pflaster. Ich meine, ich habe ja genug Pflaster, ist nicht so schlimm. Was mache ich hier? Danke, dass ihr jetzt mal ganz geheilt seid, weil sonst halte ich das hier ja nicht aus. Oder zumindest ein bisschen geheilt. Bin die MP jetzt wieder auf 4000 oder so? Das ist dann ungefähr die Hälfte. Da habe ich auch nur noch 12 MP-Discs. Ah. Ja, ich muss bei denen auf jeden Fall MP trainieren, das ist klar. Es war schon 16 Uhr. Naja. Da wohl noch irgendwas gibt, aber ich glaube eher nicht. Digimon, aber das ist mir jetzt eigentlich egal. Oh Gott, da war auch eins. Aber die sind nicht so schlimm. Das Tyrannomon ist schlimm. Die gehen. So, eins ist besiegt, das andere gleich auch. Okay. Ginseng und dunkle Zwiebel, okay. So, jetzt aber hier über die Brücke zum Rosenpalast. Dornenpalast heißt er. Naja, okay, ist auch in Ordnung. Ja, die Musik ist ein bisschen gruselig. Ah, und hier ist eine Toilette, das ist ja super. Das müsste jetzt aber Garurumon sein. Genau, das ist gefährlich, ja. Das heißt wohl, ich sollte mal zeigen, was ich kann. Bin hier auf einer Geheimmission. Komm, mir nicht in die Quere, verstanden? Okay, dann halt nicht. Was haben wir denn hier für eine Frucht?
Eine dunkle Orange. Da ist Lilimon. Oh Gott. Ja, dann kämpfen wir eben. Das hat nicht so viel Schaden gemacht. Ach, es geht noch nicht. Ah, verdammt, wieso geht das denn nicht? Ich dachte, ich hätte genug Befehlskraft, aber ich habe, glaube ich, in den MP-Bereich geguckt, weil der auf einmal so niedrig ist, dass das... Das könnten schon fast Befehlskraftpunkte sein, so wenig ist das. Oh Mann. Okay. Ja klar, bist du wieder verletzt. Was ist das hier für eine Kanone? Und wo geht's da oben lang? Ich muss mal auf die Karte gucken. Nach Defekt Ex Machina zum Generatorgefängnis, zum Rosenpalast, ins Knochenresort. Ja, es gibt auf jeden Fall viele Wege. Reden wir mal mit Lilimon. Oh, du bist ein neuer Rekrut der Vegi-Truppe? Du siehst anders aus. Zu würdevoll. Der Dornpalast von Lady Rosemon. Sieh dich nur um, solange du nicht zur Fleischtruppe gehörst. Lady Rosemon ist im Rosenpalast, tief in diesem Gebiet. Ein paar von uns sind sehr verbogen. Ich weiß also nicht, ob du es bis Lady Rosemon schaffen wirst. Ich weiß es auch nicht. Was hast du? Weißt du, vor kurzem habe ich noch köstliches Gemüse auf den Feldern vom Dornpalast gezüchtet. Aber der Idiot Vegimon hat sich alle Gemüsefelder geschnappt, um sich bei Lady Rosemon einzuschleimen. Seitdem haben wir anderen so wenig zu essen, das ist schrecklich. Oh Gott. Jemand muss Vegimon eine Lektion erteilen und ihm diese Felder abnehmen. Bitte, du musst es für uns tun. Bist du das Vegimon, das sie meint, oder? Willst du dich der Vegitruppe anschließen? Na. Wenn du so ekliges Zeug wie Fleisch isst, landest du nie bei den Frauen. Alles klar. Noch ein Ahuramon. Einfach erstmal Wasser sammeln. Und dann, ich habe hier ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Unsere Digimon sind gerade so geschwächt. Weil Magna Angemon ist ja auch erschöpft. Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal nach Defekt Ex Machina. In der Hoffnung, dass wir den Ort dann auch später bereisen können per Birdramon. Aber naja, was weiß denn ich, was hier passieren wird. Oh, hier ist eine seltsame Grafik und jetzt sieht alles seltsam aus. Ein paar Steine. Interessanter Ort. Die Westküste von Defekt Ex Machina. Mal gucken, wie es hier aussieht. Okay, so ein Maschinenimperium. Oh, da vorne sind ganz viele Solarmon. Oh, und hier haben wir einen Arm vom Bombananimon. Die alle... Ne, Stufe 36 ist mir zu stark. Ich glaube, ich schaffe es. Okay. Ja, ich würde sagen, wir lassen den Tag Tag sein.
und gehen zurück in die Stadt. Wir haben ja was erreicht, so ist es nicht. Aber ja, hier in der Einöde haben wir auf jeden Fall Probleme. Oh, was ist jetzt? That's right. We fall down and we get back up again. As long as you don't give up, the road will open up before you. That's good to hear, but it sure looks like I'm the only one getting left behind. They say slow and steady wins the race, Kota. Hurrying won't get us anywhere. Yeah, but they say he who hesitates is lost too. Especially at a time like this. If this is all I can do, I'm just a burden on them. I can't do anything. You're helpful, Kota. Lush. Exactly. You're doing something that the digital world truly needs in order to be saved, Kota. Well, thanks, you two. But, and I'm sorry to ask, could you leave me alone for a while? Aww. Der Arme. Kota's making it so Yukimura can't digivolve. He says he's weak. It's not Kota's fault. I'm just a coward. I can't seem to figure out what I should do. Don't you get all down too, Yukimura? You're right. This is exactly the time when I need to support Kota the most. It's okay. Leave Kota to us. Ja, okay, dann kümmert euch um ihn. Und, ja, ich meine, wir haben ja auch nicht alles sofort geschafft, also würde nicht so streng mit ihm sein. Ja, Gaumon ist zurück. Wo ist er denn hin? Er ist ins Unterhaltungsviertel gegangen. Bestimmt bringt es das Kolosseum in Gang. Ah ja. So. Dann. Verbringe ich den Rest des Tages mit Training. Und im nächsten Part machen wir weiter. Ich denke, wir werden nochmal in die Einöde gehen. Beziehungsweise zum Dornenpalast. Aber ja, mal gucken. Oh, seid ihr da am Trainieren? Hey! Ja, Yukimura macht Spezialtraining. Okay, ja, wie gesagt, ich würde mich mal einen Daumen freuen und bis dahin alles Gute.